Hallöchen und weiter geht's mit Angry Birds Fight. So, wir fangen einfach mal an, checken, was hier so geht, zocken auf jeden Fall die nächste Map und gucken, was so geht. So, dann werden wir den erstmal ausrüsten mit ein paar Klamotten, um den natürlich noch stärker zu machen. Wir zocken die nächste Map mit besserer Ausrüstung, wird dein Vogel stärker, alles klar, so muss es laufen. So, dann gehen wir auf Kämpfen und checken einfach ab, was hier so geht. Ob wir packen, ist natürlich eine andere Sache. Wir zocken gegen Joey und beginnen dann einfach, lege Waffen an, um einen Angriffsbonus zu erhalten, wenn du Kacheln verbindest, alles klar. Lege Hüte an, um einen Verteidigungsbonus zu erhalten, wenn du Kacheln verbindest. Gut, wissen wir Bescheid, machen wir hier erstmal so ein Fünferteil, alter Schalter, dann starten wir auch gleich. So, dann beginnen wir. Können hier das machen, dann können wir gleich mal weiter gucken. Ja, der zeigt uns immer ein paar an, die wir machen können, aber die will ich eigentlich nicht so wirklich nehmen, weil ich meine, ich will ja nicht auf den abhängig sein, ich will das selber reißen. Von daher probiere ich da gleich mal so weit, wie ich denke, wie es am besten ist. So, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Gucken wir gleich mal, Mann, das finde ich echt assi, dass der ihnen alles anzeigt. Das ist echt richtig bekloppt gemacht. Weil, was soll das? Muss man ja selber irgendwie auf die Reihe kriegen. So, ein Vierer, der war wichtig. Dann können wir gucken. Geilen Fünfer, fette Ding, krasse Sache. So. Sehr schön, die Zeit ist abgelaufen. Klar, wir haben jetzt relativ langsam agiert. Aber ich denke trotzdem, dass wir hier gewinnen können. Weil ich glaube, wir haben doch echt ein paar coole Sachen hier gerissen. Werden wir sehen, müssen wir gucken. Jo, wir ziehen ihn auf jeden Fall gut ab. Jo, der Sieg ist unser. Den Gegner haben wir auf jeden Fall gekillt. Der hat keine Sonne gesehen. Finde ich auf jeden Fall cool gemacht. Dreier Siegesserie, die 100% haben wir. So muss es sein. Dann machen wir auch gleich mal eine Runde weiter. Sehen hier mal eine Zwischensequenz. Was ist da so los? So toll war nicht. Dann nehmen wir gleich mal aufs Schiff und checken, was da so. Seeschlacht. Geh an Bord des Schiffs, um deine Schweine zu bekämpfen. Okay, probieren wir. Hallo? Was ist nun passiert? Wollen wir nicht. So, dann klicken wir hier rauf. Geh an Bord des Schiffs, alles klar. Dann gehen wir hier auf Kämpfen. Schalte Shark Fry. Gut, dann jetzt los. Müssen wir gucken, was wir hier so reisen können. Ja, jetzt zeigt er uns hier ein bisschen was an. Aber so will ich das eigentlich nicht machen. Ich mache das dann gleich mal so, weil die Wahl ist ja mal bitter, wenn man das macht, was angezeigt wird. Von daher ist es mir mal lieber, wenn man da selber ein bisschen agiert, so wie man möchte. So, der war gut. Jetzt können wir den hier rüberziehen. Dann können wir natürlich den nach oben ziehen. Und können auch gucken, ob wir hier weiter was machen können. Jo, so sieht's aus. Machen die Dreierreihe. Ich hätte natürlich gerne eine Fünferreihe oder so am Start. Das finde ich immer ein bisschen lässiger. Ja? So, dann ziehen wir den runter. Dann können wir hier noch eine Dreierreihe draus machen. Ah, gut, ich hoffe trotzdem, dass es dir reicht hat. Werden wir sehen, müssen wir gucken. Und. Jo, den haben wir auf jeden Fall richtig gekillt. Coole Runde, fette Ding. Gehen wir hier erstmal ruf. Erhalten erstmal 500 Münzen und eine Schirmmütze. Die nehmen wir natürlich unten mit und legen die auch gleich an, würde ich sagen. Das ist natürlich immer mit am wichtigsten. Haben wir die jetzt angelegt? Edelstein haben wir auch noch bekommen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Chuck ist jetzt auch dabei. Richtig geil. Wir haben jetzt Chuck mit am Start. Ja, ist ja gut, hör auf zu heulen. Kämpfe weiter, alles klar, schließe Gebiete ab und entdecke neue Inseln. Alles klar, wissen wir Bescheid, was wir jetzt so machen müssen. Das sind unsere Aufgaben.
Kämpfe weiter, schließen. Oh, okay. So, was ist hier los? Neue Insel entdeckt. Geile Sache, fette Ding. Gut, wir haben, wie gesagt, wir haben eine neue Insel hier am Start. Sind doch erstmal durch. Ich würde sagen, die tropische Insel gucken wir uns dann im nächsten Let's Play an. Ich hoffe, euch hat es gefallen und hoffe natürlich, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.